Oh, das kannst du ruhig immer wieder machen. Gefährliche Begegnung. Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass hier noch was kommt. Ja, hier kommen nur die Dinger. Ich glaube, wir müssen hier einfach weg. Komm mit. Laufen, 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 laufen. Geh da hinten durch. Schnell, 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 schnell. Go, go, go. Links. Oh Mann, ey. Oh, gab Druck, ne? Komm, weiter. Gehen die mir auf die Eier. Geht's hier lang, ja, ne? Na, Sigi, geht's hier lang. Wir müssen ja wieder zurück zum Ausgangspunkt. Landung. Jetzt geht das schon wieder los. Ich brauche gleich ganz dringend meine andere Waffe wieder. Ja, da hinten ist doch eine Bank. Wo ist die Bank? Boah, das gab ja Munition. Wo war die Bank? Hier oben, ne? Oder? Ach da, okay. Hier eine Eck. So, nehme ich mit die mal wieder mit. So. Jetzt müssen wir nicht genug Energie dabei haben. Jetzt die ganze Geschichte nochmal in dem anderen Tor, wa? Mhm. Dann war wahrscheinlich immer genauso lang den Kram.
Waffe. Der bleibt irgendwie nicht so stehen, wa? Sehr gut. Ups. Raumschiff kommt. Ich weiß, dass Sie glauben, das Richtige zu tun. Aber Sie irren sich, Isaac. Sie müssen mich die Maschine abschalten lassen. Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Einer großen Überraschung. Warst du hier schon, ne? Doch, doch. War schon ganz fertig, oder? Mm-mm. Oh nein. Oh, endlich. Ja, ist klar. Er ist richtig, der Rambo. Jetzt habe ich endlich die Waffe wieder. Die macht wieder ein bisschen mehr Druck. Nun geht's wieder nach oben, wa? Na on, wie auch immer. Du lebst! Aber ich bin durch die Zuleitungsrohre geflüchtet, aber sie haben mich erwischt. Isaac, sie wollen dich Ellie lebt. Finger weg von dir! Schnauze, Ketzerin! Ah, ich habe den Codex, Danik. Wenn sie ihn haben wollen, müssen sie mich finden. Nein, wir sind unterwegs zur Maschine. Und wenn sie da sind, werde ich schon auf sie warten. Pass mal auf, dahinter ist eine Party. Weißt du, was ich immer nicht verstehe? Was? Deine zwanghafte Sucht. Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Das Vieh hat auch schon da rumgezockt, bevor ich geschossen habe. Die haben auch schon lange auf uns gezielt. Die haben die ganze Zeit auf das Tier geballert. Ja, das war aber schon hin. So. Ja, ich bin down. Jetzt ist eine ganze Energie schon wieder flöten gegangen hier. Ja. So, wo bist du hin? Da. Der Lolli hin? Nee, der ist auch weg vom Fenster. Ist das jetzt eine große Verstärkung? Wahrscheinlich. Richtig fruchtig. Okay, und jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Da ist auch ein Riesenvieh drauf, siehst du das? So. Wo holst du die denn her? Jetzt ist die Frage, wo sind denn die anderen? Ach, da hinten. Kommen wir gar nicht hin. Wo sind die denn? Wo siehst du die? Was sehe ich? Die anderen Behältnisse.
Wo ich die anderen Behältnisse sehe? Wo du meintest ja eben, da hinten sind die. Ja, links und rechts ist noch einer. So. Oh, schon wieder so ein Typ auf LSD, Alter. Was ist denn das hier für Menschen eigentlich? Von hinten kommt auch einer. Ja. Hab ich. Feini. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, mit den Rätseln hätten sie sich bei dem Spiel echt mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, ich glaube, darum geht's aber dem Spiel auch gar nicht. Ja, aber einfach nur die ganze Zeit nur drauf rumgekloppe ohne irgendwas, ist ja auch irgendwo auf Dauer ein bisschen dürr. Wow. Wer schmeißt denn diese ganzen komischen blauen Viechergranaten hier? Hier ist eine Bank. Sehen Sie doch, Carver, noch eine Tür. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Gehen wir rein. Jawohl. Gehen wir mal einfach rein. Wir wissen ja auch gar nicht, was hier ist. Höllenmaschine. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Codex ist jetzt in Mahachand. Und dieser Ort wird vergraben werden wie alle anderen auch. Ich weiß noch, meinem College-Professor erzählte, dass ich Xeno-Archäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hatte er recht. Jenseits unseres Systems gibt es kein Leben. Nur eine Spur der Vernichtung, herbeigeführt von Dämonen. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja, über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann zermalmt. Ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. Und los geht's. Oh, ist jetzt. Ach, da muss man die Seiten wechseln, oder was? Sieht das aus? Das ist ja wieder richtig ätzend. Am besten fand ich die Bergnummer, wo wir da immer abgeschmiert sind. Ja. Boah. Nochmal einfrieren das Ding hier. Na, was? Ach so, da komme ich gar nicht durch. Dann sagt es doch einer. Ich dachte, man kann durch die Lücken durchlatschen. Welche Lücken? Da sind doch so Lücken, so Auskerbungen manchmal. Diese Halbrunden. Ich dachte, da kannst du durchlatschen. Latsch da durch und ja, da war er weg. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Was ist jetzt denn machen?
Wollen wir irgendwie ein bisschen schneller hochgehen? Nö, ne? Ich denke nicht. Also diese Lücke meine ich. Ja, das war jetzt nicht gut. Was war daran denn jetzt bitte nicht gut? Ja, weil die Lücke, das hätte zu lange gedauert, teilweise. Oh Gott! So, komm. Oh! Ja, war klar. War klar. Jetzt beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, wo blüht's jetzt? Links. Oh, das war wieder klar. So, hoch mit uns da. Jawohl. Da ist er ja schon wieder. Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt, was auf dem Spiel steht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny! Geben Sie mir den Codex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Du bist aber doof. Ich hab's endlich geschafft. Ich will mal gerne wissen, was er davon hat, ja. Ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Und diesmal komm nicht meinetwegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Geh! Die Guten kriegen wieder die Bräute ab. Ja. Warst du hier auch schon? Nee, ne? Mhm. Oh Scheiße! Das ganze Ding fällt hinter uns zusammen! Juhu! Oh. Da hoch, alles klar. Hoch und links. Ja, links, genau. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Geradeaus und dann auch links. Thank you.
Oh, kann ich hier runterfallen an der Seite? Weiß man nicht. Da lang. Hinter mir kommt eine ganze Armee. Also nee, zwei Stück. Oh, das gibt's doch nicht, Mensch. Ich drück doch Heilung. Was ist denn hier los? Geht's also nicht weiter. Wow, wow, hinter uns. Wo bist du denn abgeblieben? Ja, ich habe hier noch einen Riesen. Gib mal Feuer. Der ist schon dick beschädigt. Ich hatte eben noch was vor. Na, sehr gut. Jawohl. Wow. Wow. Jawohl. Da gab es keinen Ausweg mehr. Hat sich auch zerfetzt? Nee. Ich habe nur noch so eine Metallwand vor mir gesehen. Da war Schluss. Oh.